Fangen wir mit Seru an. Hat heute Teiltraining mitgemacht. Ihm geht es soweit ganz gut. Müssen trotzdem abwarten. Ja, also er konnte jetzt noch kein volles Training mitmachen. Wir haben, und da bleiben wir dabei, wir wollen kein unnötiges Risiko gehen. Das wird eine Punktlandung. Und deswegen müssen wir einfach auch das morgige Training noch abwarten. Ja, morgen sollte er dann schon mal voll trainieren können. Und wenn er das dann kann, wird es sicher nochmal eine Rücksprache mit ihm geben und dann werden wir über alles weitere entscheiden. Nimmt man bei den Bayern den Kane raus, wird sich es über kurz oder lang möglicherweise auch mal bemerkbar machen. Boniface, Leverkusen und so weiter und so fort. Und das ist halt bei uns dann Seru. Und trotzdem will ich es nicht nur auf Seru abwälzen, dass wir jetzt da 2 von 3 Spielen verloren haben. Aber es steht doch außer Frage, dass Seru für uns ein ganz zentraler Spieler ist. Es ist einfach ein Torjäger, der jetzt auch noch einen enormen Lauf hatte. Und dass sich das wahrscheinlich irgendwann in irgendeiner Form bemerkbar macht, davon kann man ausgehen.